Liebe Freunde, anders als in Baden-Württemberg und in Schleswig-Holstein werden in den anderen Bundesländern die Landräte, also die Chefs der Kreisverwaltungen, nicht durch die Kreistage, sondern direkt durch die wahlberechtigten Bürger im jeweiligen Landkreis gewählt. Im Kreis Sonneberg in Thüringen tritt dabei für die AfD bereits das zweite Mal nach 2018 der Landtagsabgeordnete Robert Sesselmann an. Und an den Umfragen zur Parteienpräferenz gemessen, hat unser Kandidat durchaus Chancen, diese Wahl zu gewinnen. Als Kreisrat in der Ortenau weiß ich, wie wichtig Kommunalpolitik ist. Näher am Bürger kann man Politik nicht gestalten. Und für eine nachhaltige Verankerung unserer Partei in der deutschen Gesellschaft ist es von größter Bedeutung, dass wir auf dieser Ebene Kompetenz und Tatkraft beweisen. Robert Sesselmann ist dafür ein herausragender Kandidat. Als ehemaliger Auswahlsportler ist er es gewohnt, volle Leistung zu bringen. Als Familienvater und Rechtsanwalt für Arbeitsrecht weiß er, wo den Menschen in unserem Land der Schuh drückt. Und als langjähriger Landtagsabgeordneter kennt er das politische Geschäft mit seinen Fallstricken und Herausforderungen. Aus meiner südbadischen Heimat, wo wir leider noch weit davon entfernt sind, kommunale Spitzenämter zu besetzen, wünsche ich Robert Sesselmann viel Kraft für den Wahlkampf und am Ende natürlich den verdienten Erfolg. Die Bürger im Kreis Sonneberg rufe ich dazu auf, am 11. Juni den Kandidaten der AfD zu wählen. Für Deutschland und natürlich auch in Ihrem eigenen Interesse. Schenken Sie Robert Sesselmann Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Vielen Dank.